Heute füttern wir unsere verschluckt. Heute füttern wir unsere Mombasa Vogelspinne. Wow. Wenn euch meine Themen interessieren, abonniert diesen YouTube-Kanal und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Pterinochilus murinus, auch bekannt als Mombasa-Vogelspinne, ist auf der südlichen Hälfte von Afrika verbreitet. So, jetzt habe ich ein Heimchen in das Gefäß der Spinne gelegt und wir warten jetzt ganz einfach, bis die Spinne sich die Beute holt. Wow, das ging jetzt richtig schnell. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Von der Spinne haben wir jetzt nicht so viel gesehen. Aber das macht nichts. Wir warten einfach, bis die Spinne wieder hungrig ist. Und dann versuchen wir es in ein paar Tagen nochmal. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Tag nochmal. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Die Spinne wird wahrscheinlich wieder hungrig sein. Ich habe jetzt ein neues Heimchen ins Gefäß reingetan und jetzt schauen wir mal, was passiert. Oh, endlich sehen wir die. Schaut euch mal dieses Prachtstück an Spinne an. Ich wollte mal endlich mal diese Spinne euch zeigen. Schaut euch mal diese schöne Spinne an. Nein, nicht rein. Ah, oh, du Arschloch-Spinne. Wow, wow. Okay, das war richtig cool. Das war cool. So, ich mache jetzt noch ein Foto für das Thumbnail. So, und bitte lächeln. So, cool. Ja, und ihr seht auch, wie schnell das mit dem Spinnengift hier geht. Ja, die packt das Heimchen und dann ist innerhalb weniger Sekunden ist das vorbei hier. Pterinochilus murinus ist übrigens auch eine der wenigen Vogelspinnen, die ein etwas wirksameres Gift haben als der breite Durchschnitt. Der Biss von dieser Art kann auch bei Menschen relativ unangenehm werden. Ein Biss kann bei Menschen zu lokalen Schmerzen, aber auch zu Muskelkrämpfen und zu Übelkeit führen. Es gibt Berichte von Bissunfällen, bei denen ein Mensch noch mehrere Monate nach dem Bissunfall immer noch Symptome verspürt hat. Also definitiv jetzt keine Vogelspinne für Anfänger. Aber wenn ihr mit Vogelspinnen anfangen wollt, dann kauft euch eine Rotknie-Vogelspinne oder eine Gramostola rosea oder irgendetwas Ruhiges und nicht so ein kleines garstiges Biest. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut euch mal ein paar von meinen anderen Videos an. Es wird gleich etwas eingeblendet werden oder sonst findet ihr Links in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld. Ansonsten würde ich mich noch über einen Daumen nach oben von euch freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.